In diesem Video stelle ich hier ein richtig geniales SEO-Tool vor, und zwar Neuron Writer. Das ist ein Tool, das dir dabei hilft, deine Rankings zu verbessern und deinen Traffic massiv zu erhöhen. Ich werde dir das Tool aber nicht nur vorstellen, denn ich nutze es jetzt selber seit ein paar Tagen. Ich gebe dir also detaillierte Einblicke und zeige dir alles, was dieses Tool kann. In meinen Augen ist dieses preiswerte Tool eigentlich ein Must-Have für so ziemlich jeden. Falls du neu bist auf diesem Kanal, mein Name ist Robert Leitinger und hier gibt es immer wieder Tipps und Tricks rund um Suchmaschinenoptimierung, aber auch generell um Webdesign, WordPress, Online-Marketing, Online-Business aufbauen, Affiliate-Marketing. Also wenn dich diese Themen interessiert, dann lass doch bitte ein Abo da. Zurück zu Neuron Writer. Ich weiß, ich habe das jetzt extremst gehypt mit Must-Have, geniales SEO-Tool und so weiter. Aber das liegt einfach daran, dass ich selber einfach jetzt so begeistert bin. Ich nutze es seit ein paar Tagen und ich bin richtig glücklich, dass ich dieses Tool gefunden habe. Und ich möchte es natürlich auch euch nicht vorenthalten. Und deswegen gibt es jetzt alle Details zu Neuron Writer. Ich würde sagen, wir starten mal los damit, was dieses Tool überhaupt ist. Okay, was ist eigentlich Neuron Writer? Neuron Writer ist natürlich kein klassisches SEO-Tool, keins dieser großen klassischen Tools, mit denen man alles machen kann, wie Keyword-Recherche, Backlink-Recherche, Mitbewerber-Recherche und so weiter. Nein, es ist kein klassisches SEO-Tool. Neuron Writer fokussiert sich komplett auf die Content-Optimierung. Und für alle, die meinen Kanal verfolgen, die wissen, dass das natürlich auch genau meine Sache ist. Denn eine Sache, die ich immer wieder sage, vor allem wenn ich von SEO spreche, weil Leute machen SEO oft überkompliziert. Schon klar, es ist eine ganzheitliche Geschichte. Aber eine Sache muss man sich im Klaren sein und dann hat man schon einen Großteil von SEO verstanden. Was möchte denn Google? Google möchte natürlich weiterhin die führende Suchmaschine bleiben. Und Google kann nur dann weiterhin die führende Suchmaschine bleiben, wenn sie den besten Content für den User bereitstellt. Ergo bedeutet das für dich, wenn du ranken möchtest, dass du natürlich Content erstellen musst, der besser ist wie der der rankenden Konkurrenz. Denn wenn du zu einem Keyword einen Content verfasst und der ist schlechter als alles, was in der Top 10 rankt, bietet weniger Informationen und so weiter. Warum sollte Google dich dann in den Top 10 ranken? Es gibt keinen Grund. Und da kannst du noch so viele Backlinks aufbauen, du wirst dann einfach nicht ranken. Es geht darum, dass du die Suchintention triffst und einen genialen Content erstellst. Das ist ganz essentiell im Thema, in der Thematik SEO. Natürlich gibt es viele andere Geschichten und es ist ein ganzheitliches Thema, das ist mir alles klar. Aber mir kommt so vor, dass gerade auch dieser Faktor so sehr vernachlässigt wird. Und genau da kommt jetzt Neuron Writer ins Spiel. Ich bin hier jetzt gerade auf der Webseite von Neuron Writer und hier steht schon Advanced Content Editor with NLP Recommendations. Was heißt das? NLP, das heißt einfach Natural Language Processing. Das heißt, es geht darum, dass dir Neuron Writer dabei hilft, den besten Content zu erstellen. Und wie macht Neuron Writer das? Ganz einfach. Du gibst bei, und ich zeige dir das gleich in Action, also ich werde mich einloggen in meinen Account und dann zeige ich dir das. Du gibst einfach ein Keyword ein, dein Fokus-Keyword, zu dem du einen Content schreiben möchtest. Sei es jetzt, du bist Blogger und möchtest einen neuen Blogbeitrag schreiben, sei es jetzt, du möchtest eine Seite für deine Firmenwebseite anlegen oder sonst irgendwas. Du gibst das Fokus-Keyword ein und was Neuron Writer dann macht, ist, dass es die bereits rankende Konkurrenz analysiert. Und zwar analysiert es die Inhalte der rankenden Konkurrenz. Neuron Writer schaut sich an, was rankt in der Top 10, in der Top 20, in der Top 30 und was haben die in ihren Content? Wie ist die Contentstruktur? Wie ist der Content aufgebaut und welche Inhalte kommen vor? Und dann spuckt dir Neuron Writer da extremst wichtige Daten aus. Nicht nur, dass du jetzt mit einem Blick, das finde ich auch sehr genial, mit einem Blick auch schon die Struktur deiner der konkurrierenden Beiträge oder der konkurrierenden Google-Ergebnisse, möchte ich mal sagen, also alles, was da rankt, der Konkurrenz, nicht nur, dass du die Struktur gleich mit einem Blick hier sehen kannst, also auch die Überschriftenstruktur, wie sind deren Artikel strukturiert, sondern auch, welche Phrasen und Keyword-Phrasen sozusagen kommen bei den Seiten, die bereits zu diesem Keyword ranken, gehäuft im Text vor. Wenn du jetzt selber einen Beitrag erstellen möchtest, der besser ist als der der Konkurrenz, dann solltest du natürlich auch alles abdecken, was die Top-Konkurrenz natürlich in ihren Content abdeckt.
Und Neuron Writer, natürlich kann man das auch mit manueller Recherche machen, dauert halt nur viel länger. Und Neuron Writer ist halt da einfach so ein Tool, der extrahiert dir da alle Daten schon, sagt dir, okay, diese und diese und diese Keywords, also die eben zu dem Hauptkeyword passen, sollten eben in den Text vorkommen. Da geht es eben darum, sagen wir mal, du schreibst jetzt einen, möchtest einen Beitrag schreiben über Metallica. Gut, und wenn du jetzt über Metallica einen Beitrag schreiben möchtest, dann musst du natürlich gewisse andere Phrasen in den Beitrag reinbringen, damit du relevant bist zu dem Thema und überhaupt ranken kannst. Also du müsstest dann reinbringen James Hetfield oder du müsstest dann reinbringen Nothing Else Matters und so weiter. Also das wären alles zum Beispiel schematisch passende Keywords, schematisch passende Longtail Keywords, schematisch passende Phrasen, die einfach in einen Text rein müssen sozusagen, damit man weiß, dass es auch ein hochwertiger Text ist, beziehungsweise dass, wenn Google deinen Text analysiert, dass er auch sieht, okay, du hast die Thematik zum Beispiel ganzheitlich abgedeckt und so weiter. Und ja, wie gesagt, man kann das natürlich auch manuell machen, indem man sich einfach jeden Top 10 Beitrag durchliest und alles schaut, was haben die reingebracht und so weiter, dauert halt stundenlang. Und wenn du diesen Prozess von vielen Stunden einfach reduzieren möchtest auf ein paar Minuten, dann, also diesen Rechercheprozess, sage ich mal, nicht den Prozess der kompletten Content-Erstellung, aber dann hilft dir Neuron Writer eben dabei. Es ist eben so ein Content-Editor, der dich hier eben extremst unterstützt, dass du einen wertvollen Content produzieren kannst. Zusätzlich bietet Neuron Writer aber auch noch ein AI-Writing-Tool. Das heißt, Neuron Writer kann teilweise für dich schreiben oder nicht teilweise, sondern Neuron Writer kann tatsächlich für dich schreiben, könnte auch den ganzen Content schreiben. Das Problem nur an allen AI-Writing-Tools, und wir testen das dann jetzt auch gleich im Video, ist natürlich, dass die zu 80% halt extremst gut in der englischsprachigen Sprache sozusagen funktionieren. In anderen Sprachen außerhalb von Englisch, also Deutsch in unserem Fall, funktionieren die in vielen Fällen nicht ganz adäquat. Aber man kann sich schon Texte teilweise vorschreiben lassen, die dann verbessern und so weiter. Und zusätzlich kann man auch Texte umschreiben lassen. Also theoretisch könnte man mit Neuron Writer einfach einen Top-Artikel irgendwie eines Konkurrenten reinkopieren, das umschreiben lassen, alles von der Software umschreiben lassen und dann noch anhand der Recommendations, also der Vorschläge, was auch die anderen Top-Ergebnisse so eingebaut haben, was da noch fehlt, was der Content-Gap ist sozusagen, also was fehlt, dass man das dann noch einbaut. Also man könnte innerhalb von kürzester Zeit hier hochwertigen Content erstellen. Und du kannst natürlich bestehenden Content auch optimieren. Das heißt, wenn du bereits veröffentlichte Blogposts oder Seiten mit Content etc. hast und die ranken nicht wirklich gut, dann kannst du die auch importieren mit einem Klick in Neuron Writer und dann eben so eine Analyse machen. Und Neuron Writer gibt dir dann eben Vorschläge, um das zu optimieren. Falls dem einen oder anderen bekannt vorgekommen ist, was ich da jetzt alles erzählt habe und der eine oder andere gedacht hat, naja, das gibt's ja schon, dann ist das richtig. So eine Software gibt es natürlich und es gibt's, ist auch schon teilweise in sehr großen SEO-Tools integriert. Also auch SEMrush hat so ein Modul, so ein Content-Optimierungsmodul und auch Sistrix aus Deutschland haben so ein Modul. Aber am bekanntesten ist natürlich Surfer SEO. Das ist so einer der aufsteigendsten SEO-Tools der letzten Jahre, möchte ich mal sagen. Vor ein paar Jahren kannte das noch keiner und heutzutage gehört Surfer SEO tatsächlich schon zu den Großen. Surfer SEO kann zwar ein bisschen mehr wie Neuron Writer, aber Surfer SEO kaufen die Leute nur aus einem einzigen Grund und das ist dieser Content Editor. Und der macht genau das Gleiche, nur zu einem anderen Preis eben. Also das Pricing bei Surfer SEO, das geht los bei monatlich, bist du da bei 50 Euro. Neuron Writer ist viel günstiger, aber aufs Pricing gehen wir dann noch extra im Video darauf ein. Und wenn man jetzt sagt, ja gut, aber Surfer SEO ist etabliert und Neuron Writer ist neu, dann stimmt das zwar, aber hinter Neuron Writer steht eine extremst etablierte Firma dahinter, die schon seit vielen, vielen Jahren genau in diesem Bereich arbeitet. Und noch ein Fun Fact, Neuron Writer kommt ebenfalls aus Polen, genauso wie Surfer SEO. Das sind beides polnische Firmen und ich habe mit dem CEO von Neuron Writer einen kurzen Chat gehabt und der hat mir auch geschrieben, dass sie sich kennen und in einem Webinar haben sie gesagt, dass sie sogar befreundet sind. Also ja, diese beiden Firmen
die Firma hinter Surfer SEO und die Firma hinter NeuronWriter. Ich kenne aber natürlich keine Einzelheiten und Details, inwieweit das die miteinander verstrickt sind. Also das möchte ich nur auch gleich vorweg sagen, und deswegen, NeuronWriter ist eine Alternative zu Surfer SEO, eine viel günstigere Alternative, die aber genauso gut ist. Und wie gut auch die Daten von NeuronWriter sind, auf das werde ich dann auch gegen Ende des Videos nochmal darauf eingehen. Gut, wie funktioniert NeuronWriter? Da gehe ich jetzt, da zeige ich dir jetzt auch eben das Backend der Software, wie es funktioniert. Bevor ich mich jetzt einlogge, gehen wir hier nochmal kurz auf Funktionen. Da bekommen wir schon mal so eine kleine Übersicht. Start with one Keyword, das ist das, was ich gemeint habe. Also man gibt einfach ein Keyword ein, also das Keyword, das man targetieren möchte mit seinem Beitrag, mit seiner Seite, mit dem Content, den man erstellt. Wählt dann noch die Sprache aus, also Deutsch wäre es dann, Suchmaschine google.de. Und dann analysiert NeuronWriter eben die Ranken der Konkurrenz, also wirklich, was rankt er, analysiert die Inhalte, und dann hilft dir NeuronWriter bei der Erstellung der Inhalte. Also auch, dass man schnell so eine Struktur des Inhalts erstellen kann, das nennen die eben Document Draft sozusagen, also ein Outline nennt man das auch, dass man sagt, okay, im ersten Schritt erstellt man die Struktur des Inhaltes, im zweiten Schritt formuliert man dann eben die Inhalte aus. Und dann im Editor bekommst du dann halt auch eben, wie gesagt, aber das zeige ich jetzt gleich live, und sogar ein AI-Writing-Assistent, der dir dann sogar einzelne Bereiche ausformulieren kann oder sogar alles ausformulieren kann. Okay, ich würde sagen, ich logge mich mal schnell ein. Ich bin jetzt mal eingeloggt im Dashboard. Das sieht jetzt mal sehr übersichtlich und unspektakulär aus. Das Erste, wenn man im Dashboard eingeloggt ist, ist, dass man Projekte anlegen kann. Ich habe aktuell zwei Projekte angelegt. Eines, was ich wirklich schon nutze. Deswegen habe ich das jetzt auch ein bisschen für ein Blogprojekt. Das habe ich jetzt ein bisschen hier ausgeblendet. Und ein zweites Projekt, einfach www.url.de. Das ist einfach so allgemein, um hier jetzt mal ein paar Tests durchzuführen, beziehungsweise um die Software zu präsentieren. Das heißt, man kann im ersten Schritt Create New Project, und dann kann man eine Domain eingeben. Da könntest du, wenn du eine bestehende Webseite hast oder einen bestehenden Blog hast, diese Domain eingeben. Es ist aber gar nicht zwingend notwendig, dass du wirklich hier eine Domain eingibst von einem bestehenden Projekt. Du kannst auch irgendeine Fantasie-Domain eingeben und kannst dann eben NeuronWriter nutzen. Es hat halt ein paar Vorteile, wenn du wirklich das basierend machst auf deine Webseite und dann, um die Inhalte hier dann auf deiner Webseite zu optimieren. Aber ansonsten, wie gesagt, also man kann sich so vorstellen, man kann verschiedene Projekte anlegen, und wenn du mehrere Webseiten hast, kannst du für jede Webseite ein Projekt anlegen. Das ist jetzt aber noch nicht die große Sache. Wenn du dann eben im Projekt drinnen bist, also ich habe jetzt das Projekt url.de einfach geöffnet, also einfach, wo ich hier verschiedenste Sachen analysieren kann, dann wäre der nächste Schritt, dass wir sagen, New Analysis. Gut, hier ist schon eingegeben Germany, Deutschland, genau. Und jetzt müsste ich einfach mein Fokus-Keyword eingeben. Ich überlege mir jetzt einfach ein Fokus-Keyword. Aus welcher Nische nehme ich jetzt was? Ich nehme mal was aus der Fitness-Nische. Ich sage jetzt mal Muskelaufbau-Supplements. Und dann klicke ich hier einfach auf Start. Dann analysiert er, das dauert noch ein bisschen. Also Status sieht man hier, okay, also 10% ist er jetzt, dann müssen wir kurz warten. So, auch wenn ich das jetzt im Video geschnitten habe, es hat wirklich nur ein paar Sekunden gedauert. Die Analyse ist fertig und jetzt kann der Spaß losgehen. Also ich klicke jetzt mal da drauf, Muskelaufbau Supplements. Und was ich da jetzt sehe, wenn ich jetzt da drauf klicke, das ist die Top 30, die aktuell zu diesem Keyword in google.de rankt. Was ist jetzt der nächste Schritt? Und zwar der nächste Schritt, und das ist schon mal ein wichtiger Schritt, den ich dir mitgeben möchte, wenn du NeuronWriter nutzen möchtest. Link zu NeuronWriter ist, wie gesagt, unter dem Video. Auch ein spezieller Rabattlink, wo du die Lifetime-Version kaufen kannst, also ohne monatliche Kosten, wobei das zeitlich beschränkt ist. Aber selbst wenn dieser Lifetime-Deal ausgelaufen ist, kannst du NeuronWriter immer noch günstig erwerben. Also check unbedingt unter dem Video, wenn dich das Tool interessiert, würde ich dir auch vorschlagen, jetzt dann zuzuschlagen. Und wie gesagt, es ist aber trotzdem günstig, auch wenn du einen Lifetime-Deal verpasst. Gut, also nochmal zurück. Hier haben wir die rankende Konkurrenz zu dem Keyword Muskelaufbau-Supplements, die Top 30, um genauer zu sein. Und wir müssen jetzt, das sind hier ein paar ausgewählt. Und eigentlich, jetzt ist die Top 10 ausgewählt. Man könnte auch Check All machen, dann wäre die Top 30 ausgewählt, was ich nicht empfehlen würde. Uncheck All, dann wäre gar keins ausgewählt.
Ich mache es immer so, ich nehme die Top 10 und ich gehe dann die Top 10 durch und mache die Häkchen weg von allem, was jetzt irgendwie was anderes ist, wie die Seite, die ich selber habe. Also nur zum Verständnis. Wenn ich jetzt selber Blogger bin und ich schreibe einen Blog zum Thema Muskelaufbau-Supplements, dann suche ich mir hier natürlich nur rankende Blogposts, Online-Magazine und so weiter auf. Wenn ich jetzt aber irgendwie ein Shop wäre, also wenn da jetzt Shop-Seiten ranken, dann würde ich diese Shop-Seiten, wenn das vielleicht eine Shop-Kategorie-Seite ist, eher rausnehmen, weil die möchte ich dann nicht in meine Analyse mit einbeziehen, weil ich schreibe ja einen Blogpost. Das heißt, der erste Schritt ist schon bei der Vorgehensweise, dass wir wirklich diese Beiträge in der Top 10 auswählen, die dem gleichen Content-Format entsprechen. Also wie gesagt, wenn ich eine Shop-Kategorie-Seite wäre, dann würde ich mir Keywords suchen, wo eben Shop-Kategorien-Seiten ranken und dann auch nur diese auswählen. Wenn ich ein Blogger bin und hier werden auch viele Blogposts ranken, nehme ich mal an, dann nehme ich eben diese Blogposts. Das heißt, das ist so ein kleiner manueller Teil, den man jetzt macht. Das heißt, ich schaue mir das mal kurz an, ob ich da irgendwas finde, was kein Blogpost ist. Also das hier steht eh schon ein Magazin, das ist ein Blogpost. Das scheint auch ein Blogpost zu sein. ESN schaue ich mal drauf, weil wenn es ein Blogpost ist von ESN, ist auch okay, dann können wir es auch lassen. Ja, ist auch ein Blogpost. Peak, schauen wir auch nochmal kurz, ob das eine Shop-Kategorie-Seite ist. Ja, genau, das ist jetzt dieses Beispiel, was ich zeigen wollte. Das ist jetzt eine Shop-Kategorie-Seite. Wenn ich jetzt einen Fitness-Blog habe und ich möchte zu dem Thema schreiben, dann würde ich das jetzt ausklammern, weil das möchte ich nicht als meine textbasierte Konkurrenz sehen, weil ich kann ja nicht mit meinem Blog irgendwie die Dinge einbauen von einer Kategorie-Seite. Also das würde halt keinen Sinn machen. Das heißt, dieses Ergebnis hier auf Platz 9 von Peak, das würde ich wegmachen. Und das heißt, ich habe jetzt 9 Ergebnisse aus der Top 10 markiert. Und diese 9 Ergebnisse sind alles Blogposts. Genau, Magazin steht hier wieder. Ja, genau. Also das sind alles Blogposts, Online-Magazine und so weiter. Das passt zu unserem Format. Und ich gehe aber auch nicht weiter wie die Top 10, weil ich möchte mich wirklich an den Besten hier orientieren. Und das Beste zurzeit ist natürlich das, was eben jetzt zurzeit in der Top 10 rankt. Das heißt, wir haben das jetzt gemacht und wir gehen jetzt auf Next. Jetzt analysiert er nochmal, das dauert ganz kurz. So, die Analyse ist jetzt fertig. Ich kann jetzt beginnen zu schreiben. Was ich jetzt auch machen kann, also den Editor finde ich auch genial. Also das ist einfach so ein schönes Interface, hier auch die Blogposts zu schreiben, wundervoll, oder einen Content halt zu schreiben. Das funktioniert richtig gut. Hier hat man eben einen Editor, ganz klassisch mit H1, H2, H3 und auch den Standardformatierungen und so weiter. Hier auf der Seite sieht man dann schon ein bisschen eben diese ganzen Phrasen, die rein sollten, die ergänzend sind. Also ich komme da jetzt nochmal zurück zu meinem Beispiel zu Metallica. Wenn ich da jetzt irgendwie über Metallica einen Beitrag schreiben möchte, dann müsste man wahrscheinlich auch über die größten Hits schreiben, wie zum Beispiel Nothing Else Matters oder Enter Sandman oder so, oder keine Ahnung, oder über die Bandmitglieder, so wie über James Hetfield und Lars Ulrich, müsste man halt das in den Content reinbringen. Und wenn ich jetzt über Muskelaufbau-Supplements schreibe, dann gibt es hier halt Phrasen, die halt in den 9 ausgewählten Beiträgen, die aktuell ranken, häufig vorkommen. Genauer gesagt steht da auch, wie häufig man es in den Content reinbringen sollte. Zum Beispiel Supplements ist klar, Muskelaufbau. Protein dann also ein wichtiges Supplement dann eben schon. Kreatin natürlich eines der beliebtesten Supplements. Dann ja, Regeneration. Hier nochmal Eiweiß, Aminosäuren. Also das macht schon Sinn. Das macht richtig viel Sinn. Und dann noch Extended. Dann hier unten zum Beispiel Pre-Workout-Booster, ja, Körpergewicht, also auch das Supplements eben bezogen auf das Körpergewicht, bla bla bla. Supplements für Muskelaufbau ist logisch. Also da hat man eben schon hier mal so die Phrasen. Und im Grunde ist es so, umso mehr dieser Phrasen man abdeckt, umso höher wird unser Score. Jetzt schauen wir aber mal, bevor wir hier nur schreiben, da fangen wir noch gar nicht an zum Schreiben, wir gehen mal auf Top Analysis und da bekommen wir noch mehr Daten. Wir können hier mal auf Update klicken, dann bekommen wir auch noch Daten aus Moz, also von dem SEO-Tool Moz, werden hier noch Daten importiert. Die finde ich aber jetzt gar nicht mal so extremst relevant. Da ist eher so, sind eher so Daten zu Content, also Domain Authority etc., also wie stark ist die Domain, wie viel Backlinks sozusagen hat von dem kommt dann auch die Autorität und so weiter. Also man bekommt da so ein paar andere Daten, sage ich mal, die jetzt für uns aber nicht so wichtig sind. Was ich richtig genial finde, ist dieser Competitioner Breakdown.
Nein, Competition as Structure war es, auf das möchte ich gleich springen. Genau, das finde ich richtig genial. Denn hier habe ich jetzt die Top 10 Artikel alle schon vor mir. Das heißt, ich muss nicht die Artikel aufmachen, lesen und so weiter, sondern ich habe die komplette Struktur in der Übersicht. Das heißt, was ist die H1-Überschrift, was sind die H2-Überschriften, also wie sind die Artikel gegliedert? Das ist richtig genial. Man kann dann auch noch Title und Description bekommt man dann auch noch, also für Meta-Title, Meta-Description, also Thema Snippet-Optimierung. Da wird es auch noch ein Video geben auf meinem Kanal, also wenn du noch nicht abonniert hast, dann bitte gerne abonnieren. Kann man sich dann, hat man auch auf einen Blick, ja, eben die Überschriften. Aber wie gesagt, für mich ist das schon mal sehr wertvoll. Ich weiß, das ist jetzt kein Grund, unbedingt ein Tool zu kaufen. Es gibt, glaube ich, auch kostenlose Browser-Erweiterungen, die dir das so ein bisschen extrahieren und so weiter. Aber trotzdem, dass ich hier schon mal die Top 10 habe, finde ich richtig genial. Man kann sich die H3 dann auch noch einblenden lassen. Also hier Show H3 Headers und so weiter. Also richtig geniale Sache. Dann hier SERP Layout und Features. Hier sieht man dann in einer Übersicht, das ist auch ziemlich cool, schon auf einen Blick, was die Konkurrenz verwendet. Also alle verwenden Bilder. Dann hier wird zum Beispiel auch ein Video verwendet. Hier wird iFrame verwendet und so weiter. Und zwei, also hier das Top 1 und das Top 3 Ergebnis, ist auch nicht irrelevant, verwenden Tabellen, was irgendwie Sinn machen würde. Denn wenn ich eine Übersicht der Top Supplements mache, kann man natürlich auch schon mal tabellarisch das darstellen und dann natürlich die und darunter eben die Texte ausformulieren, aber man könnte schon mal eine schnelle Übersicht in Form einer Tabelle bieten. Einfach, ja, also da sieht man dann schon mit einem Blick schon mal, was hier die Konkurrenz so verwendet, ohne dass man hier jede Seite aufmachen muss und so weiter. Keyword Ideas gibt es dann auch noch, also genau, werden noch weitere Ideas, Ideen vorgeschlagen. Und dann Content Terms und so weiter, das sieht man jetzt nochmal. Aber das ist dann das, was wir im Editor auch haben. Deswegen finde ich jetzt diesen Bildschirm also hier gar nicht so relevant. Also das sehen wir jetzt dann aus dem Editor. Aber wie gesagt, eben diese Struktur ist genial. Und hier Competitioner Breakdown, da kann man sich dann noch Dinge anzeigen lassen, wie zum Beispiel Artikellänge und so weiter, der Top 10 Ranking Konkurrenz und so weiter, Content Quality und Readability Score. Und man kann sich da eben verschiedene Dinge und auch den Autoritätslevel, was ich vorhin schon angesprochen habe. Aber wie gesagt, für mich am wichtigsten hier einfach diese Struktur. Man geht dann eben zurück in den Editor und diese vorgeschlagenen Terms, die haben wir hier auf der Seite. Wie gesagt, die sollten wir einbauen. Und was ich nochmal mache, ich gehe noch einmal zurück, genau, Competitioner, und zwar auf den ersten Bildschirm. Und hier sehen wir mal diesen On-Site-Score, der bei uns im Editor noch auf 0 steht. Und hier sehen wir den On-Site-Score von der rankenden Konkurrenz. Also hier das Top-1-Ergebnis hat einen On-Site-Score von 50, das Top-2-Ergebnis von 69, das Top-3-Ergebnis von 72. Und da wissen wir dann schon so ein bisschen, in welchen Score wir kommen sollten. Das heißt, wir sollten schon so über 70 auf jeden Fall gehen. Jetzt könnte man natürlich auch fragen, hey, warum hat jetzt das Top-3-Ergebnis einen Content-Score von 72, das Top-1-Ergebnis von 50. Da kommt dann natürlich schon auch so Dinge wie Backlink-Profil und so weiter auch ins Spiel. Man sieht es hier auch bei Domain Authority, da hat eben Top 1 einfach eine höhere Autorität mit 50, Top 3 dann eben mit 39. Also wie gesagt, natürlich Content ist definitiv King, aber es gibt natürlich andere Faktoren. Das war auch das, was ich einleitend gesagt habe. Natürlich, wenn du jetzt eine große Brand bist oder wenn du jetzt Men's Health bist, dann hast du es leichter zu einem Fitness-Keyword zu ranken, wie wenn du jetzt einen neuen Blog gestartet hast, ohne einen einzigen Backlink, ohne jegliche Autorität, dann kannst du natürlich nicht so einfach ranken wie Men's Health. Das heißt, Men's Health müsste vielleicht einen, die brauchen gar nicht so einen guten Beitrag schreiben und können dann oben ranken. Und wenn du halt mit einem schwachen Profil, Backlink-Profil oder eine unbekannte Seite auch da in der Top 10 mitspielen möchtest, dann musst du halt einfach noch umso besseren Content haben, um eine Chance zu haben, logischerweise. Aber wie gesagt, die Content Scores hier mal der Beiträge eben, die hier ranken. Das heißt für uns, wenn wir jetzt einen Beitrag schreiben, sollten wir so einen Content Score so um die 70 anvisieren oder auch etwas höher wie 70, damit wir da eben
ranken können. Jetzt gehen wir zurück zum Editor und da beginnt jetzt eben der Spaß. Da können wir jetzt unseren Beitrag schreiben. Hier oben sehen wir die Content-Länge. Ich mache das mal kurz größer. Hier oben sehen wir, also 1400 Wörter sollte er lang sein. Das ist so der Durchschnittswert der rankenden Konkurrenz. Er kann auch gerne länger sein, sollte aber auch nicht unendlich lang sein. Also wenn hier jetzt der Durchschnitt so bei 1400 Wörter liegt, dann ist es jetzt nicht unbedingt immer gut, wenn du dann einen Beitrag mit 4.000, 5.000 Wörtern schreibst. Also das, da gibt es sogar Studien dazu, beziehungsweise Backlinko, glaube ich, hat das mal untersucht. Der hat einen Beitrag gehabt, mit dem hatte er nicht gerankt, der hatte 10.000 Wörter und hat dann eben von Surfer SEO den Vorschlag bekommen, seinen Beitrag zu kürzen, weil der Durchschnitt eben bei 2.000 Wörter lag. Dann hat er da irgendwie 6.000 Wörter weggemacht und hat dann Top-Rankings erzielt. Also nur länger ist nicht immer besser. Man sagt natürlich, längerer Content ist besser. Das liegt daran, dass man mit einem längeren Content mehr ins Detail geht. Und natürlich dann auch mehr Longtail-Keywords auf natürliche Art und Weise abdecken kann, das ist richtig, aber einfach künstlich irgendwie in die Länge ziehen, macht eben keinen Sinn. Und da finde ich das eben auch so gut. Und ich könnte jetzt schreiben, jetzt schauen wir mal ganz kurz, ich erkläre jetzt nur mal schnell, ich schreibe jetzt nicht den ganzen Beitrag, ich erkläre nur mal schnell, wie das Prinzip hier funktioniert und zeige es ein bisschen. Und dann zeige ich diesen Draft-Modus und auch das AI-Writing-Tool. Aber ich schreibe jetzt mal die besten Muskelaufbau-Supplements und mache das als meine H1. Genau, jetzt habe ich schon jetzt ist der Content-Score schon raufgesprungen, weil ich eben, die H1 ist ja ein extrem wichtiges Signal, also einer der wichtigsten Signale, wo man eben auch sein Main-Keyword einbauen sollte. Und da ich jetzt einfach hier das Main-Keyword eingebaut habe, die besten Muskelaufbau-Supplements, ist die Ampel raufgegangen. An der Stelle nochmal eine kurze Aussage zu dieser Ampel, dass man das nicht verwechselt. Ich habe ja schon mal in einem Video, ich verlinke dir das gerne, so die SEO-Ampeln von Yoast und RankMyth und so weiter stark kritisiert und auch zu Recht, denn was heißt kritisiert, also die sind schon auch gut, dass sie da sind, aber sie sind halt einfach nur auf so einen einfachen Algorithmus aufgebaut, der sich nur um das eingegebene Keyword dreht, ohne dass da die Konkurrenz analysiert wird. Also es ist ein ganz einfacher Algorithmus, der dann natürlich nicht konkurrenzbasierend Vorschläge gibt. Diese Ampel, die wir hier sehen, die macht absolut Sinn, denn diese Ampel, die gibt ja natürlich eben, die basiert ja eben auf der rankenden Konkurrenz. Das leisten ja WordPress-SEO-Plugins nicht. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, hey, ich habe ja so eine Ampel auch in Yoast, für was brauche ich dann NeuronWriter? Also dass man das auf keinen Fall irgendwie verwechselt. Also das ist was ganz was anderes. Weil wie gesagt, hier wird ja die Konkurrenz direkt analysiert. Das machen ja diese SEO-Plugins ja nicht. Gut, also die besten Muskelaufbau-Supplements und wenn ich jetzt, jetzt habe ich eben schon einen besseren Score, weil ich habe das da in der H1 drinnen und ich habe hier auch schon mal Supplements verwendet und Muskelaufbau verwendet. Im Durchschnitt sollte ich aber das Wort eben 8 bis 13 Mal einbauen, also Supplements und Muskelaufbau 5 bis 10 Mal im Durchschnitt. Und das ist halt richtig cool, weil eben wenn du es gar nie eingebaut hast, dann ist es noch ausgegraut und wenn du es zu oft einbaust, viel zu oft, dann ist es auch rot markiert und so weiter. Also wenn ich da jetzt irgendwie Copy, also ich mache jetzt mal Copy und ich würde das da jetzt irgendwie reinkopieren. Ja, ich nehme jetzt etwas, was ich nicht so, Proteinpulver. So, Proteinpulver nehme ich jetzt mal Copy und ich kopiere das jetzt mal da rein. Einfügen und dann eben nochmal einfügen und nochmal einfügen und nochmal einfügen. So, jetzt hat das mir schon gelb markiert. Das ist gelb ist wie bei einer Ampel. Das ist so ein bisschen eine Warnung, ist noch nicht rot. Aber ich habe es viermal eingebaut und es kommt im Durchschnitt nur einmal vor. Und wenn ich es halt jetzt noch öfter einbauen würde, dann wäre es halt rot irgendwann mal. Also jetzt bin ich immer noch im gelben Bereich. Aber irgendwann wird es dann rot. Jetzt ist es rot auf jeden Fall. Genau. Okay. Also nur, dass man das Prinzip eben versteht. Wir schreiben dann eben einen Text und je nachdem, jetzt ist mein Score wieder runtergegangen. Also seht ihr das? Ich bin jetzt von 10 auf 6 runtergegangen. Warum? Weil ich dieses Wort viel zu oft eingebaut habe. Wenn ich es jetzt einmal einbaue, jetzt wird sich der Score dann gleich wieder ändern. Gut, also der Score ist wieder raufgegangen. Ist jetzt aber, er war vorhin schon auf 10. Das ist wahrscheinlich, weil ich hier jetzt nur einzelne Wörter gemacht habe und hier eben einfach nur, ja, gar nichts geschrieben habe. So, okay, also jetzt bin ich wieder auf 10. So, wir müssen natürlich echte Texte schreiben, aber das ist mal nur das Prinzip. Und man kann sich dann auch, ich schreibe mal Vitamin, weil das kommt hier auch vor. So, jetzt ist es hier grün. Und man kann sich auch, wenn man einen Text hat, dann hervorheben lassen. Wenn du jetzt etwas zu oft drinnen hast, du kannst hier
das eben hervorheben lassen, also Highlight in Text, dann wird es hervorgehoben. Und das macht einfach den Sinn, dass bei allen Keywords, die du viel zu oft drin hast, weil es die Konkurrenz einfach nicht so oft einbaut, kannst du dir das hervorheben lassen und kannst dann schauen, was du da vielleicht umschreibst oder änderst. Also das ist ein richtig geniales Tool. Du kannst das dann natürlich auch wieder wegmachen, so die Markierungen. Was du zusätzlich hast, ist eben hier Ideas, also Questions und so weiter. Hier sieht man dann mit einem Blick, welche Fragen zu dem Thema gestellt werden. Zum Beispiel schneller Muskelaufbau, welche Supplements? Muskelaufbau, welche Supplements? Die besten Muskelaufbau-Supplements, das ist genau eben meine Überschrift sozusagen. Benötige ich auch Fett- und Kohlehydrate zum Muskelaufbau? Was hat Wasser mit dem Muskelaufbau zu tun? Also hier sieht man alles Fragen zu dem Thema. Und von YouTube, Get YouTube Ideas, kann man sich dann sogar auch ansehen, was da auf YouTube so rankt. Sehr cool hier, Sascha Huber, den ist auch Österreicher, so wie ich, wohnt sogar gar nicht so weit weg von mir, aber ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich weiß, dass der da aus der Gegend kommt. Cool, dass der hier rankt. Okay, aber wieder zurück zum Thema. Genau. Okay, also das kann man sich da eben auch noch anzeigen lassen. Ja, und so schreibt man dann einfach seinen Beitrag. Ich könnte jetzt aber auch auf Import gehen und mir einen Beitrag importieren. Das machen wir jetzt, das demonstriere ich jetzt auch gleich. Ich gehe nochmal kurz zurück und ich nehme jetzt einfach mal, sagen wir mal, ich wäre hier auf Position 10, habe auch nur einen Content Score von 44 und ich möchte das jetzt verbessern. Das heißt, ich nehme mir jetzt diese URL, kopiere mir die. Man könnte auch direkt drauf gehen. Schauen wir mal einmal drauf. Okay, so sieht das aus. Ja, okay, gut. Also das wäre der Beitrag. Und ich könnte jetzt reingehen in den Editor. Also ich gehe hier wieder zurück zum Editor. Ich lösche mal alles, was ich gemacht habe. So. Und jetzt klicke ich hier auf Import. Und dann gebe ich die URL ein. Man kann es natürlich auch rein kopieren. Natürlich muss man immer, also es funktioniert relativ gut und auch die Bilder werden übernommen, aber die Bilder werden eben als Links sozusagen übernommen. So, jetzt sehen wir mal, unser Score ist 44, genauso wie es eben hier angezeigt wurde. Schauen wir mal da unten, 44, das ist unser Score. Logischerweise, denn wir haben jetzt diesen Beitrag ja importiert. Das heißt, jetzt könnten wir eben so vorgehen, dass wir sagen, okay, was können wir verbessern? Und da sieht man, dass einige Dinge nicht abgedeckt sind, also ziemlich viele Keywords, vor allem hier bei den Extended Keywords, sind alle ausgegraut, die kann man gar nicht vor. Ansonsten sind aber auch einige grün, das ist gut. Manche sind viel zu oft, also Supplements hier kommt 29 Mal vor, sollte aber nur 8 bis 13 Mal vorkommen. Wenn es jetzt 15 Mal vorkommt, ist auch okay, aber 29 Mal ist einfach zu viel. Deswegen könnten wir genau das machen, was ich gesagt habe, Highlight Term, und dann wird es mir hier überall angezeigt und das könnte ich dann umschreiben. Dann müsste ich halt statt Supplements halt, keine Ahnung, irgendwas anderes finden, Nahrungsergänzung. Nicht alle Supplements, die es auf dem Markt gibt, könnte man schreiben, nicht alles, was du auf dem Markt kaufen kannst, bla bla bla, dann wäre es schon eins weniger. Aber da müssten wir halt einige rausbringen, um unseren Content Score sozusagen zu verbessern. Ja, aber er macht auch Readability und so weiter. Also wenn ich jetzt einfach nur alles lösche, könnte es auch sein, dass der Score gar nicht so steigt, weil es ist ein richtig intelligentes Tool. Wenn man sagt, er vielleicht, ja gut, aber was ist mit der Lesbarkeit? Das sind keine echten Sätze. Also das Tool ist richtig, richtig gut. Dann auch Terms in Headers, da zeigt er mir es auch an. Und was natürlich auch geht, Meta-Description. Also wenn du hier auf Meta-Description, du kannst hier die Meta-Description, die du dann danach, wenn du den Beitrag zum Beispiel auf WordPress veröffentlichst, die du dann hier eingeben möchtest in deinem SEO-Tool, kannst du hier eben auch schon mal analysieren und bekommst dann auch einen Score dafür. Also eine richtig geniale Sache. Also ich glaube, zum Verständnis, wie dieses Tool funktioniert, ich glaube, das Verständnis ist schon da. Jetzt möchte ich aber noch den Draft-Mode zeigen und auch das AI-Writing-Tool. Das heißt, der Draft-Mode ist, dass man schnell einen Outline generieren kann. Outline ist einfach so eine Struktur. Das kannst du auch anders machen. Du kannst es manuell machen, indem ich, und jetzt gehe ich noch einmal kurz zurück, ich springe ein bisschen hin und her, hier auf die Structure gehst und machst dir das vielleicht auf einem eigenen Bildschirm auf, beziehungsweise kann man sich das bald auch neben den Editor öffnen. Das haben mir die Entwickler gesagt, dass sie das gerade implementieren, dass es direkt neben den Editor auch so geöffnet werden kann. Und kann man seine Outline kreieren, dass man schaut, okay, was haben die für eine Struktur, und dann machst du deine Struktur, die eben sehr ähnlich ist wie bei den Top-Beiträgen, aber du kannst auch jetzt in den Draft-Mode gehen. Das heißt, Draft-Mode, und dann kann ich sagen, hier habe ich so die H2-Überschriften der rankenden Konkurrenz, und dann kann ich mir das raussuchen. Dann kann ich sagen, okay,
Welche Supplements für Muskelaufbau und Kraftsport? Das würde mich interessieren für meine erste H2-Überschrift, das für meine erste Unterüberschrift. Dann übernimmt er mir das. Genau. Und dann welche Supplements beim Abnehmen zum Beispiel? Ich mache es jetzt mal nur, ich mache es jetzt nicht gleich logisch, wie wenn ich den Beitrag schreiben würde, sondern ich nehme jetzt einfach ein paar, um das zu demonstrieren. Da kann man sich das mit einem Klick rüberholen und dann kann ich sagen, Copy to Editor. Und dann habe ich da eben schon mal so eine Struktur drin. Der Content Score ist natürlich jetzt noch nicht so gut. Und auch müsste man das umschreiben, denn das hier ist natürlich übernommen. Ich könnte jetzt auch klicken auf AI Rephrase. Welche Supplements für Muskelaufbau und Kraftsport? Welche Ergänzungsmittel sind für den Muskelaufbau und das Krafttraining? Hätte er mir jetzt umgeschrieben. Aber man kann eben diesen Rephraser eben nehmen, um Dinge umzuschreiben. Oder man kann hier gleich auf Beta Generate klicken und dann nimmt er hier, und das ist auch eine geniale Sache, aus was generiert er jetzt Content? Eben aus dieser Überschrift, welche Supplements für Muskelaufbau, und er versucht dann auch gleich diese Keywords hier unten einzubauen. Und woher hat er genau diese Keywords? Diese Keywords hat er eben übernommen, weil die Konkurrenz das eben auch in diesem Bereich eingebaut hat. Dann kann man hier noch einstellen die Content Quality, da stellen wir High ein. Und hier noch die Content Temperature. Ja, diese AI-Tools arbeiten nicht so gut im deutschsprachigen Raum, das habe ich schon angesprochen, wobei NeuronWriter eben auf den hochwertigsten derzeit verfügbaren AI-Tools arbeitet, dieses GPT-3-Level und so weiter. Bin jetzt aber auch nicht der Profi dafür. Aber wenn ich jetzt auf Generate klicke, da kommt schon was raus, was brauchbar ist, also nicht nur Matsch, aber es ist halt auch nicht perfekt. Aber jetzt generierte mir das und dann schauen wir mal. Genau, es gibt viele verschiedene Nahrungsergänzungsmittel, die beim Muskelaufbau und Krafttraining helfen können. Das gängigste und bekannteste Supplement ist Proteinpulver, das oft in Form eines Shakes eingenommen wird. Kreatin ist ein weiteres beliebtes. Okay, so schlecht ist das gar nicht. Also ich habe es jetzt vielleicht sogar schlechter angekündigt, weil ich meine, die ersten Sätze, die machen ja vollkommen Sinn. Die wichtigsten sind sicher Protein, Kreatin sind die zwei beliebtesten. Dann bla bla bla, Proteinpulver und dann auch Riegel. Genau, und andere Nahrungsergänzungsmittel in Form von Pillen. Ja, es ist halt sehr allgemein, aber das hat schon mal gut funktioniert und das ist auch wirklich kein Text, den er kopiert hat, sondern den hat die AI generiert. Also das ist ein neuer Text, der so nirgendwo steht. Da kannst du sagen, Use Text, so. Und das können wir dann mit jedem Absatz machen, Beta Generate. So, machen wir nochmal. Und ich lese jetzt auch nicht alles durch, aber dann sieht man auch schon, wie der Score raufgeht. Es gibt eine Reihe von bla bla bla. Also welche Supplements helfen beim Abnehmen? Es gibt eine Reihe von Nahrungsergänzungsmitteln, die Ihnen helfen können, auf gesunde, vernünftige Weise abzunehmen. Zumindest sind Sätze, die wirklich Sinn machen. Genau, und dann aber wieder nicht so. Am besten nehmen Sie sie morgens ein, da Sie Ihnen einen Energieschub geben können, der Ihnen hilft, den Tag zu überstehen. Ja, da gibt es dann wieder so Dinge. Also wenn es dann ins Fachliche geht, ist das halt dann oft nicht mehr so gut. Im englischsprachigen Raum teilweise besser. Gut, und so funktioniert das und so könnte ich jetzt auch die weiteren ausbauen. Also gehe nochmal auf Generate. Man könnte dann auch die Absätze weiterschreiben. Also du musst jetzt nicht diesen Draft-Mode, den ich vorhin genutzt habe, nutzen. Du kannst das immer nutzen. Du kannst dir einfach einen Text markieren und kannst dann, sobald du den markiert hast, kannst du Start Paragraph, AI Expand, also dass er den Text weiterschreibt. Oder ich kann eben was Neues schreiben und das dann umschreiben lassen. Ich schreibe jetzt mal... Das sind die besten Supplements für Muskelaufbau. Und dann gehe ich hier mal auf Expand. Dann schaue ich mal, welches Ergebnis ich kriege. Wie gesagt, die AI ist eben nicht immer so brauchbar. Das war jetzt aber auch nicht der Grund, dass ich das Tool gekauft habe. Gut, ja, so ein allgemeiner Text und dann wieder Protein hat er drin. Und dann auch gleich die Menge an Protein und so weiter. Okay. Also so funktioniert das. H1-Überschrift haben wir noch gar nicht. Wenn ich jetzt da Muskelaufbau Supplements, die besten, so, das ist jetzt meine H1 und jetzt geht das Score rauf. Also wir sind jetzt schon auf 47. Wir müssten noch 1000 Wörter aber auch schreiben und hätten da noch einiges, was ausgegraut wäre und so weiter. Ja, und so kann man eben seinen Content erstellen. Und wenn man damit fertig ist, dann klickt man auf Export und man kann dann auch das als HTML, als DocX, formatet Text, das nehme ich oft und dann kannst du es wo rein kopieren, ganz einfach. Und so kannst du dann den Text eben extrahieren.
Gut, also das ist jetzt schon mal im Großen und Ganzen sind das die Funktionen von NeuronWriter. Wie ich es jetzt gerade gezeigt habe, eben wenn du jetzt einen neuen Beitrag schreiben möchtest, kannst du NeuronWriter gut verwenden. Wenn du einen bestehenden Beitrag optimieren möchtest, habe ich auch gezeigt, eben du kannst einen Beitrag importieren. Ich habe jetzt einfach irgendeinen importiert. In der Regel würde man seinen eigenen Beitrag von einem Blog, den man verbessern möchte, importieren und kann den dann verbessern. Genauso wie es eben hier, ja, dann wird eben alles angezeigt und dann weißt du einfach auf einen Blick, wo du eben ansetzen musst. An der Stelle möchte ich natürlich dazu sagen, dass es natürlich trotzdem kein Wundertool ist. Du musst trotzdem deinen Kopf einschalten, aber er gibt dir einfach hier eben innerhalb von Sekunden einfach wichtige Informationen auf einen Blick. Mitdenken muss man immer noch. Das Mitdenken fängt ja schon an bei der Analyse, wo ich das am Anfang gezeigt habe, dass man sagt, okay, welche Mitbewerber wählt man auch wirklich aus in der Top 10 rankenden Konkurrenz und welche nicht. Also eben keine Kategorieseiten, wenn du einen Blogpost schreibst und so weiter. Also da muss man schon mitdenken. Und dann natürlich bei der Content-Erstellung musst du natürlich auch mitdenken und so weiter. Also es ist natürlich auch kein Zaubertool, aber es ist einfach ein Tool, das mir sehr viel manuelle Recherche abnimmt. Ja, was NeuronWriter sonst auch noch so kann, und ich gehe dann gegen Ende des Videos noch ein bisschen auf die Roadmap drauf ein. Also je nachdem, wann du das Video siehst, wenn du das jetzt erst Monate nach meiner Aufnahme siehst, dann kann NeuronWriter eben noch mehr, denn die Roadmap ist extremst vielversprechend. Da gehe ich aber gleich noch darauf ein. Ansonsten, NeuronWriter ist auch sehr gut, wenn du irgendwie die Texterstellung auslagern möchtest, beziehungsweise wenn du das Outline erstellen möchtest und dann möchtest du das auslagern, denn du kannst hier auch eben einen Text freigeben, also Share Project as Access. Du kannst da eben jemanden hinzufügen, Add User, gibst dann die E-Mail-Adresse ein und kannst dann eben ja freigeben, kannst dann sagen, irgendjemand anderer kann irgendwie innerhalb eines Projektes die Beiträge bearbeiten, kannst dann in Zukunft, das ist das nächste Feature, das kommt, kannst dann auch nur einzelne Beiträge an jemanden freigeben. Also wenn du quasi Blogger bist und auch die Content-Erstellung zum Teil outsourced oder großteils outsourced, dann kannst du NeuronWriter da eben auch super dafür nehmen eben. Und dann hat auch derjenige den Vorteil, also an dem du das outsourced, der kann dann auch in dem Editor arbeiten. Also der kann dann zwar nicht selber irgendwie, also der besitzt nicht das Programm, aber der hat dann diesen geteilten Zugriff, hat auch keine Adminrechte, aber er kann dann diesen Beitrag in diesen Editor für dich bearbeiten. Das ist aber nicht im kleinsten Preis dabei, aber auf die Preise gehe ich gleich noch ein und auf den Rabatt. Also wie gesagt, du findest NeuronWriter mit Lifetime-Rabatt auch unter dem Video. Und ja, genau, aber darauf gehe ich eben noch ein. Jetzt möchte ich darauf eingehen, wie adäquat die Daten von NeuronWriter sind. Und an der Stelle möchte ich gleich sagen, dass ich da natürlich jetzt keine großen Insights habe in die Daten. Ich habe es ja vorhin schon mal anklingen lassen. Die kommen eben auch aus Polen, gleich wie Surfer SEO. Und es steckt eine sehr große Firma dahinter. Das kann ich eben sagen. Auch wenn ich mit dem CEO schon gesprochen habe, aber natürlich habe ich keine Firmengeheimnisse und ich weiß nicht, woher die überall die Daten ziehen. Aber dahinter steckt die Firma Contadu. Und auch wenn das jetzt irgendwie so unspektakulär aussieht, das ist eine ziemlich große Firma im Bereich Content Marketing AI, Content AI, generell also Online Marketing AI, also die machen eigentlich nur solche Dinge und arbeiten schon seit Jahren mit riesengroßen Brands zusammen. Also das ist eine richtig, richtig große Firma. Auch bei NeuronWriter übrigens ist, glaube ich, aufgeführt, dass sie eben schon mit großen Marken zusammenarbeiten. Sie haben da auch Einblicke geboten in einem Webinar, also auch mit Decathlon, mit VW und so weiter und haben da auch in einem Webinar auch Einblicke gegeben. Also das ist jetzt nicht einfach, braucht man sich jetzt keine Sorgen machen, dass es irgendwie so ein Newcomer-SEO-Tool wäre, die jetzt so zwei Leute mal so schnell zusammenprogrammiert hätten, sondern das ist schon was echt Ordentliches. Und was sehr interessant ist, und wenn ich den Screenshot finde, dann blende ich das ein. Das habe ich in der NeuronWriter Facebook-Gruppe gefunden. Vielen Dank mal dafür, das war sehr, sehr interessant. Und in dieser Facebook-Gruppe hat ein User, der eben alle Tools hat, der hat eben SEMrush und auch Surfer SEO, hat da eben einen Content kreiert sozusagen in NeuronWriter und hat dann diesen in NeuronWriter kreierten Content kopiert und hat den dann übernommen in Surfer SEO und dann auch in den SEMrush Editor. Und das sind dann eben, also das sind eben zwei extremst etablierte Tools zur Content-Optimierung. Also SEMrush kann noch viel mehr, aber ich sage auch, dieser Content-Editor in SEMrush ist sehr etabliert.
Und der hat dann sehr ähnliche Scores rausbekommen, was eine gute Sache ist. Denn dann sieht man, dass eben Neuron Writer genauso adäquat ist wie eben die Großen in der Szene. Hier eben diese 83 sind der ursprüngliche Score, der rausgekommen ist bei Neuron Writer. Und hier, das ist Surfer SEO, da ist dann 79 rausgekommen. Und hier SEMrush 8,1 von 10, also 81 von 100 wäre das. Also man sieht, das ist alles sehr nahe beieinander. Das heißt, der Algorithmus, der auch hinter Neuron Writer arbeitet, der arbeitet gleich gut, ähnlich gut, vielleicht besser als die etablierten Tools. Das heißt, man braucht sich diesbezüglich keine Sorgen machen. Und auch sehr viele in dieser Facebook-Gruppe, da gibt es eben viele, die eben von Surfer SEO kommen oder Surfer SEO seit längerer Zeit nutzen und dann eben Neuron Writer ausprobiert haben. Und da haben sehr viele geschrieben, dass sie eben jetzt komplett umgestiegen sind, dass sie Surfer SEO gekündigt haben und jetzt von jetzt weg auch Neuron Writer verwenden. Viele sagen auch, dass das Interface von Neuron Writer sogar auch noch schöner ist als von Surfer SEO. Aber natürlich spielt auch der Preis eine Rolle. Bevor ich auf den Preis eingehe, das wird dann der letzte Punkt vom Fazit sein, möchte ich nochmal ganz kurz auf die Roadmap eingehen. Falls du dieses Video erst siehst, Monate nachdem ich es aufgenommen habe und du dir dann Neuron Writer kaufst, dann wirst du sehen, dass es viel, viel mehr Features gibt, denn es ist sehr vielversprechend, was sie da alles auf ihrer Roadmap haben. Man kann sich auch hier den Updates-Verlauf durchsehen und es gibt auch, was ich cool finde, eine Wishlist, wo man eben selber eben Wünsche einreichen kann als User von Neuron Writer und dann auch gleich voten kann, was einen da eben ja wichtig ist und so weiter. Ich gehe jetzt aber nicht diese Roadmap komplett durch, sondern ich sage es jetzt mal in meinen eigenen Worten, was so in der nächsten Zukunft kommt. Was ich zumindest, also in der nächsten Zukunft meine ich in diesem Jahr, im Jahr 2022, das habe ich eben übernommen aus dem Webinar von gestern von Neuron Writer, wo ich eben dabei war. Da habe ich eben ein paar Informationen bekommen und sie machen da einige Dinge, eben die Surfer SEO zum Beispiel auch schon kann. Zum Beispiel diese Erweiterung für Chrome bzw. Erweiterung für Google Docs, also Chrome-Erweiterung, das heißt, viele schreiben ja gerne ihre Beiträge in Google Docs und dann gibt es da ein Modul, dass du Neuron Writer innerhalb von Google Docs nutzen kannst. Das ist einfach der Workflow von ganz vielen, vor allem im amerikanischen Bereich, da weiß ich das, dass das viele große Blogger machen, die schreiben in Google Docs, das ist deren Workflow und verwenden Surfer SEO in Google Docs. Neuron Writer wird das in Zukunft auch können. Dann wird es auch was in die Richtung geben für interne Verlinkungen, auch ziemlich cool, auch so ein bisschen vielleicht in die Richtung Topic Cluster und so weiter, dass man eben, wenn man dann seine URL hinzufügt, dass man da auch Link-Empfehlungen gibt, also wie sollten die Beiträge auch untereinander verlinkt werden und so weiter. Weitere Verbesserungen an der Benutzeroberfläche, wobei ich die jetzt auch schon ziemlich gut finde, aber was ich eben gerade gesagt habe, dass man dann eben diese Strukturübersicht direkt neben den Editor einblenden kann und nicht in einem anderen Feld, in einen anderen Tab wechseln muss, also auch das wird kommen. Und dann eben auch bei der Zusammenarbeit mit anderen Textern noch mehr so Freigabeoptionen, dass man da noch mehr feintunen kann und so weiter. Irgendwie auch noch eine Chatfunktion intern etc. zur Zusammenarbeit. Also so in diese Richtung wird es noch gehen. Was ich vorher noch nicht gezeigt habe, ist natürlich, du kannst ja auch bei jedem, wenn du jetzt im Projekt bist, ich gehe jetzt nochmal auf Project Home, gehe jetzt nochmal auf Muskelaufbau Supplements. Du kannst natürlich, hier oben gibt es auch noch Comments, da kannst du natürlich auch noch zusätzliche Kommentare hinterlassen. Ist jetzt für dich selber, wenn du was notieren möchtest oder wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, also eine richtig gute Sache. Wir kommen jetzt zum Pricing. Und gleich an der Stelle nochmals der Hinweis, wie gesagt, ich habe den Neuron Writer unter dem Video verlinkt. Derzeit läuft auch ein Lifetime-Deal. Solltest du den Lifetime-Deal verpassen, dann ist das schade, ja, aber man kann Neuron Writer trotzdem im Verhältnis günstig nutzen. Warum im Verhältnis günstig? Du hast hier einen Einstiegspreis von 19 Euro monatlich und der Goldplan, den ich nutze, also ich habe den Lifetime-Deal für den Goldplan, der kostet 57 Euro monatlich. Wir gehen jetzt mal kurz zur Konkurrenz Surfer SEO. Und ich habe es vorhin schon mal kurz gezeigt, 49 Dollar geht es da los, aber die Unterschiede sind noch krasser. Also man könnte jetzt sagen, okay, Neuron Writer 19 Dollar, hier 49 Dollar. Aber hier hast du halt eben, du kannst nur 10 Artikel pro Monat schreiben,
Bei Neuron Writer kannst du mit dem kleinsten Plan bereits 25 schreiben. Das ist dieses Content-Analysen, also 25, weil diese Analysen sind, wie ich es gezeigt habe, du machst die Analyse und kannst dann eben schreiben, hast den Editor. Also du kannst hier mehr als doppelt so viel zu mehr als den, zu weniger als den halben Preis bekommst du da. Genau. Also Neuron Writer ist nicht nur viel günstiger wie Surfer SEO, sondern viel günstiger. Also das wollte ich damit sagen. Und auch, man kann zwei Projekte anlegen, das heißt zwei Webseiten oder wenn du jetzt für mehrere Webseiten optimieren möchtest und du hast vielleicht eine Hauptwebseite, dann legst du vielleicht nur eine Webseite als Projekt an und eine zweite, wie ich es gezeigt habe, irgendeine URL und kannst da auch für verschiedene Webseiten optimieren. Dann bekommst du halt bei der zweiten dann nicht die Vorschläge für interne Verlinkungen und so weiter, das ist klar, aber du kannst trotzdem, also von dem sollte man sich nicht irgendwie abschrecken lassen, also du kannst trotzdem so viele verschiedene Webseiten, also Texte für verschiedene Webseiten schreiben, viel mehr wie für zwei. Das möchte ich nur sagen. Genau. Eine Sache halt, wenn du das möchtest, dass du mit anderen zusammenarbeitest, also dass du diesen Editor freigibst für deine Texter, wenn du Texter hättest und so weiter oder wenn du Freelance-Texter hättest und du gibst das frei, dann ist es so, das geht erst ab dem Goldplan, weil hier hast du eben dieses Content-Sharing. Genau. Also das ist nur im Goldplan, das geht leider nicht mit dem kleinsten Plan, geht leider auch nicht mit dem Silberplan. Und ansonsten, der Silberplan unterscheidet sich vom Bronzeplan eigentlich nur dadurch, dass du beim Silberplan eben mehr Ressourcen hast. Also du kannst fünf Projekte anlegen, kannst 50 Content-Pieces erstellen sozusagen oder 50 Beiträge oder wie du es auch immer sehen möchtest. Und diese AI-Textgenerierung, die wird auch mit Credits abgerechnet. Da hast du 15.000 pro Monat und ich glaube, ein Wort ist irgendwie ein Credit oder so, genau. Und hier hast du 30.000 pro Monat und hier hättest du halt 45.000 Credits pro Monat für die AI-Generierung. Aber das ist wirklich nur für diese AI-Textgenerierung. Und da kannst du halt dann 75 Beiträge pro Monat dann eben erstellen. Also ja, genau. Also das sind die Preispläne. Wie gesagt, Link unter dem Video. Okay, mein Fazit fällt logischerweise sehr positiv aus. Es ist klar, ich bin persönlich sehr begeistert von diesem Tool. Ich halte dieses Tool, also es spart mir einfach viel Zeit und ich denke, dass es eben, wie gesagt, ein Must-Have-Tool für fast jeden ist. Das habe ich, glaube ich, am Anfang des Videos gesagt. Und warum ich das denke, ist, jeder, der, also nicht für fast jeden, für fast jeden, der eine Webseite betreibt, weil Content, wie gesagt, ist King. Content ist nicht alles, ja, aber Content ist King. Und einer der größten Ranking-Faktoren ist einfach, wie adäquat oder wie gut dein Content ist im Vergleich zu den Mitbewerbern. Ist dein Content einfach vollständiger, besser als der der rankenden Konkurrenz, dann hast du gute Chancen, auch in der Top 10 zu ranken. Und somit ist so ein Tool wie Neuron Writer absolut grandios, ein richtig, richtig gutes Tool. Und ich finde es auch nicht überteuert. Die Preise sind sehr fair. Ich habe die Preise gerade gezeigt. Natürlich kann sich das in Zukunft auch ändern. Wie gesagt, derzeit gibt es sogar gerade noch einen Lifetime-Deal, aber nicht mehr lange. Schau gerne unter das Video. Ich kann es empfehlen, wie gesagt, für jeden Blogger ist es absolut ein Must-Have-Tool. Also als Blogger, wenn du, natürlich, du musst nicht so ein Tool nutzen, aber wenn du eben Unmengen an Zeit sparen möchtest, und Zeit ist im Endeffekt wieder Geld, weil wenn du dir Zeit sparst für die Mitbewerberrecherche, also für die Content-Recherche, möchte ich jetzt mal sagen, also was haben die geschrieben, was solltest du schreiben, wenn du das alles manuell machst, kostet dich extrem viel Zeit, da investiere ich lieber 19 Euro in ein Tool, das das für mich macht und ich dann mir Zeit spare und in dieser Zeit mehr Content produzieren kann. Und mehr Content zu produzieren, heißt dann auch im Endeffekt höhere Umsätze etc. Also wem soll ich das erzählen? Jeder, der Blogger ist, weiß das. Also für einen Blogger ein absolutes Must-Have-Tool. Wenn du sonst eine Webseite betreibst, ist natürlich für jede Webseite einsetzbar. Wenn du deine Firmen, die Texte auf deiner Firmenwebseite optimieren möchtest, ja klar. Also das sind alles Dinge, für die du Neuron Writer eben nutzen kannst. Auch für Produktbeschreibungen etc. Du kannst dann auch das AI-Tool nutzen, teilweise eben, da gibt es eben auch, das habe ich auf meiner Roadmap vergessen, sie machen große Verbesserungen beim AI-Tool in der Zukunft. Da möchten sie eben auch noch zusätzlich zu diesem GPT-3-Modell, was sie haben, da entwickeln sie was Eigenes, damit es eben auch in Deutsch eben noch adäquater und noch besser funktioniert. Genau, also auch eine großartige Sache. Allem ist es einfach wirklich ein großartiges Tool. In meinen Augen ist es
gleich gut wie Surfer SEO, auch und dabei aber viel billiger, viel günstiger. Ich weiß, Surfer SEO hat noch ein paar andere Features, die Neuron Writer nicht hat, hat auch so eine Art klassische Keyword-Recherche, ein paar andere Dinge, die halt normale große SEO-Tools oft haben. Aber wie ich schon gesagt habe, niemand kauft Surfer SEO wegen den anderen Tools. Jeder kauft Surfer SEO einfach zur Content-Optimierung. Und wenn du ein geniales Tool zur Content-Optimierung suchst, kannst du eben zu Neuron Writer greifen und da viel Geld im Vergleich zu Surfer SEO sparen. Gut, also gibt es noch Fragen oder sonst irgendwas, dann bitte einfach einen Kommentar hinterlassen. Ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Vielen Dank dafür und ich hoffe sehr, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!